Austrian Airlines verbucht im ersten Halbjahr 2024 ein Betriebsergebnis von minus 65 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr noch 15 Millionen Euro plus waren. Der Umsatz steigt um 1% auf 1070 Milliarden Euro. Die Zahl der Fluggäste erhöht sich um 6% auf 6,5 Millionen. Die Anzahl der Flüge um 5% auf 55.034. Die Pünktlichkeit bei An- und Abflüge sinkt um 2 Prozentpunkte auf 85 bzw. 80%. Trotz erfolgreichem Start der Langstreckenflottenerneuerung und neuer Destination Boston spricht die Lufthansa-Tochter von einem schwachen ersten Halbjahr. Hauptgründe sind der langwierige Tarifkonflikt zu Jahresbeginn und steigende Standortkosten bei stagnierenden Ticketpreisen. Zusätzliche Herausforderungen sind die Lage im Nahen Osten, Wetterbedingungen in Europa und Ausfälle in der Flotte. AOA-Chefin Annette Mann betont die schwierigen Rahmenbedingungen und kündigt an, in der zweiten Jahreshälfte alles zu geben. Austrian Airlines beschäftigt zum 30. Juni 2024 insgesamt 6.204 Mitarbeitende, ein Anstieg um 5%. Annette Mann fordert zudem Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts.